Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man hier sehen kann, befinden sich relativ viele coole Menschen hier am Start. Leider ist aber auch Standardscam am Start hier, Freunde, was nicht so cool ist. Aber wir machen was Besonderes und zwar machen wir Skin Contest. Ich werde euch gleich ein Thema geben. Ihr werdet 60 Sekunden genau Zeit haben. Ich habe mein Handy hier schon am Start. Ich werde auf den Timer drücken und nach 60 Sekunden kommt ihr mit dem jeweiligen Thema raus. Ihr müsst direkt ein cooles Backbling, eine coole Spitzhacke... Und der Skin muss natürlich auch optisch zu dem Thema passen. Ja, los, der sagt doch mal ein Thema, Junge. Dummschüler. Chill mal, du Idiot. So. Sagt der, der die Schule abgebrochen hat. Also. Oh. Ihr werdet jetzt das Thema nehmen. Und zwar will ich hier einen Piratenskin haben. Einen coolen Piratenskin. Piratenskin will ich hier. Einen coolen Piratenskin möchte ich haben. Einen coolen Piratenskin hier. Thema Pirate. Kann ich hier sonst irgendwas auswählen? Raps? Sprays. Ihr habt noch 10 Sekunden. 3, 2, 1. Alle rauskommen. Okay? Alle bitte rauskommen. Es kann natürlich sein, dass viele von euch keinen Piratenskin haben werden. Deshalb wird es hier easy peasy. Aber wir starten hier bei Mr. Leo. Leo, ich muss mal kurz gucken, ob alle Leute wirklich draußen sind. Ist auch unser ekelhafter Typ da hinten, der eigentlich immer schummelt draußen. Er ist immer noch nicht draußen. Guck mal, er schummelt schon direkt in der ersten Runde. Checkt ihr das? Wie lange ist der noch? Hörst du mir überhaupt zu? Ist schon längst vorbei. Ich hab dich gemutet, Bro. Ja, woher soll ich wissen, dass du dich mutest? Dann mute dich nicht. Ja, ist schon längst vorbei. Komm raus. Überhaupt? Schon seit einer Minute solltest du rauskommen. Ja, dann fang doch irgendwo anders an. Ich hab 1700 Skins. Na und, dann ist das meine Schuld? Okay, Leute, ja, der YouTuber kriegt natürlich hier wieder besondere Regeln. Geil. Nein, eine Minute ist zu wenig. Dann mach 2 Minuten bitte draus. Okay, Chef. Eine Minute Re-Rap ist viel zu wenig, Bro. Dann geht nochmal rein, alle. Dann habt ihr jetzt auch nochmal eine Minute Zeit. Eine Minute ist so wenig. Der YouTuber muss natürlich wieder seine extra Wünsche haben. Alle wieder rein. Ja, der YouTuber, Junge, ich werde so gewinnen. Außer Essi würde mich aus Absicht rauskicken. Nö, ich bin fair. Ich bin immer fair. Ich bin nicht Standard-Skill. Ja. Bro, ich finde hier keine Pickaxe. Also guck mal, das Ding ist, es wird natürlich Kriterien hier geben, ne? Und wenn dein Skin schon irgendwie punkten sollte mit keine Ahnung was mit dem Skin, weil er vielleicht einzigartig ist, vielleicht weil ich ihn noch nie gesehen habe und der trotzdem zum Thema Pirat passt, dann bist du natürlich definitiv weiter. Wow, Leute, was ein Piratenskin. Noch 20 Sekunden. Was machst du denn da, Junge? Und neue Regel kommt jetzt dazu. Falls ein Skin doppelt benutzt wird, fliegt auf jeden Fall, fliegen alle raus außer einer. Das will ich auch schon mal sagen. Ja, in das 2 Minuten sind will ich vorbei, auch schon mal sagen. Minuten nee, noch vorbei. Nicht. Ich habe meinen Timer hier, Bro. 3 Sekunden noch. Jetzt nochmal von vorne 2 Minuten? Nee, das waren keine Zeit. Das war eine Minute und die Zeit ist vorbei. Alle bitte einmal rauskommen. Wir starten hier direkt bei Leo. Okay, meine Friends, gucken wir uns mal Leo an. Man sieht hier direkt, dass er natürlich einen Piratenskin hat mit seiner Augenklappe. Hier auch hinten, guckt mal, Leute, einfach hier so ein Backboard-Steuerboard-Dingens hier vom Schiff, Leute. Und seine Truhe hier als Spitzhacke auch mega nice mit dem Oktopus. Okay. Jetzt bewerte von jedem am besten noch die Accessoires, die er dabei hat, Bro. Wir sind 25 Leute. Chill mal, Digga, ich komme doch gleich zu den... Guck mal, das Ding ist, die Leute, die vielleicht nicht einen Piratenskin haben, die werden rausgekickt direkt. Zum Beispiel hier der Predator-Skin. Ja, ist für mich kein Pirat. Weil du denkst, das ist ein Pirat. Und du kannst die Klappe halten, ja? Sei froh, dass du einen guten Skin ausgewählt hast. Ja, dein Skin sieht optisch richtig cool aus. Richtig cooler Pirat, auch mit den Fischen, mit den Gräten, mega nice. Backbling, ja, doch, würde auch irgendwie passen. Das ist ein Seeungeheuer, was ich erledigt habe. Ein Seeungeheuer, das einzige Seeungeheuer hier, das Monster bist du, aber ekelhaftes Monster bist du. Was haben wir hier, einen Kollegen, der... für mich ist das kein Pirat, Bro. Also du bist auf jeden Fall kein Pirat für mich, deshalb bist du leider draußen. Dann haben wir... ihr zwei kommt mal gleich zustande. Einer von euch wird rausfliegen. Also, Stani vielleicht auch. Einer von euch wird gleich hier direkt rausfliegen. Gucken wir uns mal Blitzi an. Man muss ja hier alle freilassen. Das ist ja echt kacke. Aber okay, ich muss euch vielleicht gar nicht freilassen. Alles gut. Gibst du dich direkt schon geschlagen? Ja, ne? Ja, ne? Baby Nator? Mach's gut, mein Freund. Okay, gehen wir mal rüber zu Twitch Blitzi FN. Mittlerweile auch hier am Stream bei Twitch. Leute, abchecken gerne unseren Ehrenbruder. Aber leider reicht das nicht für diese Runde für Skin Contest. Du bist leider damit offiziell draußen. Mr. Knuffel hat... Oh mein Gott, das wird ja... Ach, kommt, Leute. Warum habt ihr alle diesen Skin ausgewählt? Ja, ich lass dich mal frei. Halt ein, zwei raus, ja, das wollte ich ja gerade machen, Bro. Willst du jeder alles bewerten oder soll ich bewerten? Halt jetzt deine Klappe, Stani. Sag nicht, wie ich bewerten soll. Geh mal rüber zu den anderen. Sancho, du kommst hier auch raus. Einer von euch... Oder zwei von euch werden vielleicht gleich rausgekickt. Werden wir gleich sehen. Aber zu euch komme ich später. Gehen wir mal weiter zu Dematrix. Leider einen Affenskin. Also kein Piratenskin ausgewählt. Deshalb bist du auch leider draußen. Yannis ist für mich auch kein Piratenskin. Als ob ihr keine Piraten-Accessoires oder sonst was habt. Also ich achte wirklich auf alles. Backbling, Spitzhacke. Aber ihr habt nicht mal... Guck mal, du bist für mich auch so Wikinger. Also der Witcher ist für mich kein Pirat. Deshalb bist du auch leider draußen.
Das ist aber definitiv ein Pirat. Endlich mal eine andere Variante von dem Piraten. Sein Backbling mega nice hier. Passt hier optisch richtig gut. Ist von Gold Trooper damals, wenn ich mich richtig erinnere. Auch sein Schwert ist jetzt vielleicht kein Piratenschwert so schlechthin, aber das geht schon optisch richtig gut rein. Das passt optisch richtig gut bei ihm. Der hier mit seiner Augenklappe ist eher für mich so ein Soldat. Aber wegen der Augenklappe würde ich das trotzdem jetzt nochmal gelten lassen. Deshalb bist du weiter. Du bist für mich definitiv ein Soldat, was nichts mit Pirat zu tun hat. Hier, Ali. Dreh ich mal um. Du bist leider für mich auch kein Pirat, ja? Tut mir leid, Ali. Weil wir sind 25 Leute, wir müssen hier knallhart sein. Du bist für mich auch eher so ein futuristischer Skin, vielleicht so aus der Zukunft so ein bisschen. Deshalb bist du auch leider draußen. Noah Baba hat eine andere Variante. Wir haben ja unter anderem hier bei Stani schon gesehen, die hatten hier diesen Skelett-Skin. Aber er hier, der sieht nochmal ein bisschen anders aus. Deshalb ist das für mich ein einzelner Skin und würde den nicht zu den anderen reinklatschen, obwohl er das gleiche Backbling und die gleiche Spitzhacke hat. Du bist auf jeden Fall schon mal weiter. Dann hier Mr. Totenkopf ist für mich auch leider kein Pirat. Und Alex ist erst recht kein Pirat. Mr. Grinch ist auch kein Pirat. Solid Snake ist echt ein cooler Skin, Leute. Feiere ich aktuell. Einer meiner Favorite Skins sogar aktuell hier im ganzen Game. Das ist halt kein Pirat, Digga. Sorry. Ich weiß, Pay to Win ist diese ganze Scheiße, was wir auch machen, Leute. Du bist für mich eher so Cowgirl, aber kein Pirat. Deshalb auch draußen. Oh. Stimmt, Leo sei ja... Warte mal. Komm mal raus, Leo. Ich glaube, ich habe da was verwechselt gehabt. Komm mal mit zu den anderen. Ich lasse dich auch mal kurz raus. Und dann gehen wir gemeinsam zu den anderen. Als ob ihr alle den gleichen Skin gewählt habt. Die zwei sind schon mal safe weiter auf der rechten Seite. Wir müssen jetzt ein bisschen aussortieren. Also, gehen wir mal rüber zu diesen Kandidaten. Die Piratengreifer! Die Piratengang oder was? Optisch mega cool. Die Piratengreifer! Also Leute, ich habe eine gute Nachricht für euch und eine schlechte Nachricht. Stani, was willst du als erstes hören? Guck mal, das Ding ist, ich will dich auch jetzt gar nicht weiter kritisieren, aber... Ja, was willst du jetzt schon wieder sagen, hä? Ich muss halt sagen, du nimmst halt auch ein Thema. Bro, es gibt gefühlt eine Handvoll Piratenskins. Nein, das ist Bullshit. 6, 7 Stück gibt. Nein. Okay, du willst mir also erzählen, es gibt mehr als... Vielleicht war das auch Taktik, um einfach mal die Hälfte rauszukicken. Schon mal daran gedacht? Ja, okay. Wir haben hier nicht ewig Zeit, Junge. Also, willst du die gute oder schlechte Nachricht hören? Mir ist das egal. Ich lasse genau 2 von diesen Piratensorten weiter. 3 fliegen raus. Deshalb einmal bitte euch gerade vor mich hinstellen. Also die, die halt können. Und alle anderen bleiben dort. Und einmal einen Spitzhackenschlag bitte. Die anderen 2 aus dem Weg. Ja, ihr 2 bleibt erstmal aus dem Weg. Keine Faxen hier machen. Was war das? Okay. Also ich muss sagen, von den Spitzhacken finde ich die 2 am schlechtesten. Poppy und Sancho. Jetzt dreht euch mal um und zeigt mir euer Backbling. Okay, mit dem Schlüssel, einen auf den vielleicht eine Truhe aufmachen. Hat auf jeden Fall Potenzial. Er hat das hier mit dem Seeungeheuer erklärt gehabt. Kann natürlich auch dann so sein und hat auch was dann mit Piraten zu tun. Das feiere ich auch relativ stark hier, Leute. Poppy, ich muss wieder sagen, Poppy, leider bist du damit draußen, weil du auch das Backbling-Thema leider verkackt hattest. Spitzhacke hat mir auch bei dir nicht so gefallen. Deshalb, Sancho, bei dir, es ist okay, es ist in Ordnung. Würde ich erstmal ausnahmsweise nochmal so weiterlassen. Und jetzt, liebe Leute, für euch wird es ein bisschen kritisch. Ich möchte einen Piraten-Emote sehen. Ihr habt jetzt ungefähr ein bisschen Zeit. Ein Piraten-Emote will ich sehen. Sticker oder jetzt Emote? Emote, ein Tanz. Emote. Sancho, okay. Bei dir sieht es richtig kritisch gerade aus. Du musst auf jeden Fall jetzt fett für Stimmung sorgen. Ja, okay. Der Musiker vielleicht unter den Piraten. Er hat hier vielleicht seinen Schatz gefunden. Bro, das ist Trommel der Piraten. Na und? Wenn ist die Piraten ankommen, du Bro, Dummschüler. Was für Dummschüler. Piratenmusiker. Ich denke da direkt an Brook von One Piece. Ja, okay, Bro. Ja, ich bin eine Boyband. Nein. Piraten-Boyband. Digga, guckst du eigentlich One Piece? Ich glaube, der Junge hat keine Ahnung von One Piece. Guck mal, Leute. Der sammelt One Piece-Karten und weiß nicht mal, wer Brook ist. Oh mein Gott. Also, Bro. Digga, ja, okay, sammel weiter deine Karten. Ja, wenigstens habe ich Karten im Gegensatz zu dir. Sorry, abgehobenes Stück Scheiße. Ihr habt beide leider den gleichen Emote gemacht. Und deshalb von euch beiden will ich jetzt einen neuen Emote sehen. Du hast jetzt das gleiche wie Stani gemacht. Okay, krass. Das feiere ich. Rack, bei dir sieht es leider gerade gar nicht gut aus. Und jetzt will ich einen Emoji von euch sehen. Stani und Monkey Knuffel gerade hier am Dominieren von euch beiden. Sancho und Rack leider gerade nicht so gut gewesen im Vergleich zu den Emotes und zu den anderen. Okay. Sancho, was hast du? Und Knuffel? Okay. So ein Morgenstern. Knuffel, was hast du? Knuffel! So ein Monkey, Bro. So ein Zombie-Monkey, das passt auch nicht. Okay, dann wisst ihr was?
Ich habe mich entschieden, bei dir rettet dich dein Schlüssel. Stani hat die Emotes gut gemacht, dein Emoji war auch gut, Rekt, aber trotzdem, wenn ich jetzt nochmal alles angucke, ich muss Sancho rauskicken. Bei euch, bei Rekt, das ist eigentlich unfair, wenn ich Rekt rauskicke. Rekt hat eigentlich auch alles gut gemacht. Ein bisschen nur schade, dass du einiges doppelt gemacht hast im Nachhinein, obwohl die anderen das vor dir hatten. Weißt du was, Rekt, ich lasse dich weiter. Alles gut, komm. Ihr drei seid weiter. Ihr seid damit in der nächsten Runde. Und von euch beiden muss ich leider einen raus... Obwohl, nee, Moment mal. Okay, ihr seht doch nicht beide gleich aus. Alles gut, ihr seid auch beide weiter. Also, Sue denkt schon mal, es sind gleiche Skins. Okay, okay, bloß weg hier. Und ja, die anderen beiden sind auch weiter. Also, Freunde, wir haben jetzt noch viele Kandidaten. Thema. Wir nehmen jetzt ein cooles Thema. Mal gucken, was der Chat sagt. Haben wir irgendwie ein cooles Thema von euch? Wir nehmen das Thema Anime-Skin. Das wird jetzt auch komplett Geschmack sein. Nehmt einen saftigen, coolen Anime-Skin, Freunde. Mit einer coolen Spitzhacke, mit einem coolen Backbling. Und wenn ihr das schafft, irgendwie emotionale Punkte bei mir zu machen, indem ihr irgendwas Cooles, Spannendes benutzt, dann let's go. Was heißt Spannendes benutzen, Bro? So, Freunde, wir hatten das Thema Anime-Skins. Ich bin echt gespannt, was für coole Skins wir hier sehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Runde eigentlich jeder weiterkommen wird, weil das Thema ist halt Anime-Skin. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder von euch irgendeinen Anime-Skin hat. Hier haben wir einfach Son Goku-Gott-Modus, Leute. Mega nice hier mit dem Backbling, auch mit seinem Stock, Leute. Richtig nice, feier ich so oder so. Ist Dragon Ball einer meiner Favorite Animes schlechthin. Und ich hoffe einfach nur, dass kein anderer den gleichen Skin hat mit dem gleichen Stil. Du bist sonst ansonsten direkt hier instant weiter. Gehen wir mal rüber zu Attack on Titan Skin, Leute. Okay, auch seine Spitzhacke passt zum Thema von Attack on Titan unter anderem. Backbling ist auch von ihm selbst genommen. Kann man direkt hier weiterlassen. Urs, Dankeschön, Happily Urs. Vielen, vielen Dank. Ist das krank, was ich habe. Also, Leute, gehen wir mal rüber zu Stani. Okay, ich habe den Namen von diesem Skin vergessen, aber das ist hier von Hero of Academy. Könnt ihr mal kurz den Namen in den Chat reinschreiben? Weißt du den Namen, Stani? Backbling. Nee. Auch richtig cool von Naruto. Spitzhacke passt auch zu ihm. Ich glaube, das ist sogar seine Spitzhacke. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, aber ich glaube, das war so ein Explosionstyp, ne? Okay. Keine Ahnung, was das für einer ist. Ich habe Wolverine-Hände genommen, Bro. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal weiter. Du bist auf jeden Fall auch weiter hier. Kakashi, Leute, von Naruto. Backbling, zeig mal. Was hast du für ein Backbling genommen? Okay, passt jetzt nicht zu Kakashi. Die Spitzhacke ist von Muten Roshi von Dragon Ball. Aber mit Kakashi hast du mich auf jeden Fall. Gehen wir mal rüber zu Mr. Knuffel. Ah, hier Sakura, Leute, auch von Naruto. Ja, das war ein Free-Round. Also, das wäre auch echt kacke gewesen von euch. Hättet ihr das verkackt. Mit Sasuke als Hologramm auf dem Backbling draufgeklatscht auf dem Rücken. Sehr nice. Spitzhacke hätte ich vielleicht was anderes genommen für Sakura. Die Spitzhacke ist verbuggt. Normalerweise ist das so ganz grün, so wie wenn sie heilt. Ah, okay. Wenn sie heilt sogar. Ja, Leute, Sakura ist dafür bekannt, dass sie andere heilt. Sehr nice. Guter Punkt vor allem, Knuffel. Du kannst gerne natürlich weiter reden, falls ich irgendwas falsch analysiere und du merkst, okay, das ist doch... Das ist was falsch analysiert, passiert sehr oft. Nein, das passiert nicht so oft wie bei dir, mein Freund, ne? Wenigstens gebe ich das zu. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Skin jetzt von irgendwelchen Animes kennt. Ich denke mal, das ist einfach so ein typischer Anime-Skin von Fortnite, den Fortnite da reingebracht hat. Wäre natürlich unfair, wenn ich dich jetzt rauskicke, weil optisch mega nice, Spitzhack und Backbling passt echt gut zu deinem Skin. Das ist für mich eigentlich auch kein... Das ist für mich eigentlich kein Anime-Skin, Leute. Das ist für mich eher so Comic-Skin. Komm mal nach vorne. Alle anderen können das mal nochmal auch angucken. Und wenn die Mehrheit dafür sein sollte, dass du rausfliegst, dann... Das ist kein Anime-Skin, das ist kein Anime-Skin. Ja, das ist für mich so ein Cartoon-Skin. Guckt euch mal, wenn ihr wollt, dass sie... Ja, das könnte von Fortnite so ein Anime-Skin sein, weißt du? Für mich ist das so ein Cartoon-Skin. Duckt euch mal alle, wenn ihr wollt, dass sie rausgeht. Okay, die Mehrheit will, dass sie rausfliegt. Tut mir leid. Wollt ihr auch, dass hier unsere junge Dame hier rausfliegt? Wenn ja, duckt euch. Bei ihr würde ich ihr noch eine Chance geben, aber... Boah. Was? Ich lasse dich trotzdem weiter, weil die haben nichts zu sagen. Und vor allem der Kollege hat am wenigsten was zu sagen. Ah, Kakashi ist ja immer noch geschwert. Okay, Freunde, ihr geht wieder rein. Wir brauchen wieder ein geiles Thema. Irgendein cooles, saftiges Thema. Jetzt alle frei, weil jetzt sind echt nicht mehr viele. Dann können wir in die Mitte kommen. Ja, ich wollte ihn auch gerade frei lassen. Okay. Das ist der letzte. Einmal bitte raus, Kakashi. Ich muss aber hier eure Änderungen merken, hier eure Dings merken. Oh, okay, Freunde. Das Thema wird jetzt sehr interessant. Das wird wieder komplett pay to win. Ich will von euch einen Marvel-Skin. Ihr habt 2 Minuten. Let's go. Marvel. Einen Marvel-Skin. Junge, du kennst dich doch gar nicht mit Marvel aus, dumm. Oh, was laberst du, Dulli? Du hast doch gar keine Ahnung. Ich null mit Marvel aus. Das ist Digga, du weißt nicht mal, wer Spider-Man ist. Nee, man nimmt gleich einen Marvel-Skin und dann heißt es. Ja, okay, das werden wir ja gleich sehen. Crazy Maximilian, Junge. Er haut 24 Euro aus.
Mach's gut, mein Freund. Danke, dass du hier warst. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Passt gut auf dich auf. Ciao, ciao. Bro, der verlässt jetzt einfach den Stream, weil er keinen Bock mehr auf dich hat. Bro, ich habe wenigstens Leute, die auf jeden Fall hier korrekte Menschen sind und ein krasses Herz hier haben. Nicht wie bei dir, die alles einfach nur nachlabern, was du dumm Schüler von dir gibst, Digga. Die Leute haben einfach gar nicht. Du hast dich aus Stream, weil sie keinen Bock mehr haben. Bro, checkst über, was du von dir gibst, Digga. Ist das krank. Weil ich glaube halt, dass Marvel einfach, Bro, das überschreitet so ein bisschen deine... Meine was? Ja, Bro, deine Dings. Meine was? Ja, deine... Komm, sprech es aus, komm. Auch wie raus. Sagt man deine Expertise? Meine Expertise, okay. Werden wir gleich sehen. Ja, wieder Free Round für mich, Leute. Wieder Free Round für mich, oh mein Gott. So easy, Bro. So, ich würde sagen, die Leute können jetzt hier in die Mitte kommen. Zeit ist vorbei, ihr Rentner. Alle einmal bitte rauskommen. Ja, das ist Das ist kein Skin. Marvel Skin. Spaß. Also, Freunde, wir starten hier bei Mr. Spider-Man. Mein Lieblingsskin von Marvel, Leute. Feiere ich übertrieben hart. Backbling auch von Spider-Man genommen. Spitzhacke auch. Passt optisch jetzt nicht so gut zu dir. Er hat alle freigelassen. Guckt euch den da hinten an. Stark. Okay, habe ich doch nicht. Ja, ich dachte, ich hätte alle freigelassen. Dann habe ich den vergessen. Passiert. Spider-Man, kommen Sie raus, kleine Maus. Ich werde jetzt eigentlich nicht mehr großartig auf eure Spitzhacke und Backbling eingehen. Bei einigen sieht es optisch gut aus, aber bei einigen passt es leider gar nicht optisch. Deshalb hier Iron Man bzw. Tony Stark passt natürlich hier richtig gut zum Thema Spider-Man. Dann die andere Version von Mr. Iron Man. Also den Film habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, Leute, wo er sich so verwandelt. Wer ist überhaupt, wie der Typ heißt? Zero Iron Man oder so? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Das ist Zero Iron Man, Bro. Ja, wie heißt er denn? Sag das mal. Das ist der Eiermann. Ja, jetzt mal ehrlich, wie heißt er? Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Bro, das ist Hulkbuster. Ah ja. Okay, Leute, Iron Man. Dein Backwing ist echt hässlich, Bro. Und dann haben wir noch eine andere Version von Spider-Man. Gut, Freunde, nächste Runde wird es aber jetzt nicht mehr so easy. Das war's hier. Ja, ich habe doch gesagt, Thema Marvel. Er hat das Thema eigentlich gut getroffen, von daher alles gut. Wegen dieser Aussage von Stani donate ich jetzt nochmal was. Muss aber wirklich noch was lernen für die Klassenarbeit. Mach's gut, Maximilian, du bist ein Ehrenmann. Ich küsse dein Herz. Na, kannst du mal sehen, Stani. Leute, bei mir haben einfach ein Herz. Bei dir wird einfach nur nachgelabert, Digga. Du kannst sagen, ey Leute, guck mal, ich habe auf den Tisch gekackt. Ja, ich verkaufe meine Scheiße für 5 Euro. Bestimmt würden die das dann abkaufen. Kannst du bitte das nächste Thema sagen? Das nächste Thema, wir brauchen was Cooles. Thema, Chat, haut mal ein cooles Thema raus. Kannst du keine eigenen Themen, Bro? Ich habe doch bis jetzt alles selber gesagt. Okay, ich möchte vielleicht den Chat einbauen, nicht so wie du. Oh, das ist krass. Also Pyro-Junge, feiere ich, mein Favorite gerade. Thema Arzt. Aber das ist zu hart. Das was? Arzt? Ja, die würden alle rausfallen. Ja, doch. Können wir machen. Können wir machen. Ja, guckt, Leute. Stani denkt nur an sich. Deshalb Arzt. Selber schuld, wenn jetzt alle anderen rausfliegen. Thema Arzt, Freunde. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 40 Sekunden ungefähr. 40 Sekunden. Jetzt 40. Ah, ich brauche einen Backbling, Leute. Ja, das ist Free Round. Das ist Free Round. Also ich sag ehrlich, du wirst gleich bei mir sagen. Stani! Krass, Alter! Stani, du bist der Beste! Ihr habt noch eine Sekunde, alle raus. Alle raus, alle raus, alle raus, alle raus, alle raus, alle raus. Ja, ey, ich geh nicht raus. Alle raus. Noah, komm raus. Leo, komm raus. Sehr gut. Rack raus. Stani ist immer noch nicht draußen. Stani will wieder schummeln. Alle mal bitte einmal in die Mitte kommen. Oh mein Gott. Okay, krass. Bro, ich krass, hab die krass. Ich hab die ja komplett. Hatte ich dich vorhin nicht befreit? Nee, ist ein Bug, weil ich bin im Geschlossenen reingegangen. Oh mein Gott, Bro. Ah, okay, guck mal hier mein Backbling an, Leute. Was ist das für ein Backbling? Ich glaube, den anderen hatte ich dann auch rausgeholt gehabt und deshalb... Alleine damit schon Free Round. Oh, da wird's jetzt mega interessant. Starten wir mal hier auf der rechten Seite. Mr. Knuffel und einmal Leo bitte zu mir kommen, weil ihr beide den gleichen Skin habt. Euch beide werde ich mir am Ende vorknüpfen, aber ich kann schon mal sagen, direkt erkennt man natürlich, dass das Thema einigermaßen getroffen wurde. Also was ist einigermaßen? Es ist wahrscheinlich mega schwierig, überhaupt irgendwie das Thema perfekt auszuwählen. Aber einer von euch ist auf jeden Fall definitiv weiter, das sage ich später. Aber was willst du jetzt wieder sagen, hä? Großklappe? Guck mal bitte, wer das Thema am besten getroffen hat. Was willst du jetzt wieder sagen, Großklappe? Wir kommen mal gleich dazu, Mr. Rick and Morty Skin. Also, gehen wir mal rüber. Also, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast bei dem Thema. Also, Ärzte rennen hier bestimmt nicht so rum, so freizügig. junge Dame. Sekretärin. Ja, Sekretärin würde auf jeden Fall passen, aber nicht als Ärztin. Und das, also, keine Ahnung, wie eure Ärzte aussehen. Also, mashallah, Leute. Meine Ärzte sehen auf jeden Fall nicht so aus. Die rennen auch nicht so rum. Ihr zwei seid damit leider draußen. Backbling, Taschenrechner gibt es schon ein paar Pluspunkte. Spitzhacke, ich muss euch leider rauskicken. Nur,
Ich muss tatsächlich sagen, ist das so im Film, dass sie irgendwelche Heilkräfte oder so hat? Ich weiß es nicht. Bro, das ist ein Fortnite-Skin. Das hat nichts mit Marvel zu tun oder sonst was. Das hat doch nichts... Natürlich hat das was mit Marvel zu tun, nein. Oder? Nein. Sicher? Das ist ein Fortnite-Skin, ja, sicher. Okay. Das ist ein normaler Fortnite-Skin. Dann bist du leider damit auch draußen, weil du eigentlich nur derjenige bist, der sich hier halt in andere Skins verwandelt. Dings. Was? Sogar Backbling war sogar Z gewesen. Guck dir mal meinen Backbling an. Sei jetzt leise, ich starte jetzt mit deiner Bewertung. Also, meine Damen und Herren, kommen wir hier zu Großklappen-Kopfstanne, ja? Ich gönne ihm das nicht, Leute. Ich gönne ihm das wirklich nicht. Aber man muss einfach sagen, ja, man könnte halt schon einfach hier sagen, hier mit seinem weißen Kittel hier, mit seiner Lupe, Leute, als ob er irgendwie gleich irgendwas operieren würde, analysieren will. Zack, zack, die Stars, sein Backbling hat ein Medkit sogar dabei, ist hier gleich direkt bei der Operation beteiligt und möchte irgendjemanden hier gleich wiederbeleben. So ein Ding ist das. Hast Glück gehabt, du Idiot. Und jetzt gehen wir mal rüber zu euch beiden Kandidaten, ne? Wir gucken uns euch mal beide an. Also, man könnte hier mit der Schaufel, ich versuche gerade zu identifizieren, was du mit der Schaufel vielleicht sagen möchtest. Bei ihr könnte man sagen, sie hat so Skalpellmesser. Feier ich. Warte, sag mal Backbling. Was hat das mit dem Backbling auf sich? Vielleicht irgendwie so Medikamente sind da drin oder weitere also, Utensilien. Aber bei dir ist auch richtig gut. Dein Backbling ist auch richtig nice. Ich war letztes Mal beim Arzt gewesen. Da hat mir einfach der Arzt eine mit einem Schneefeger rübergezogen, Bro. Das ist echt gute Kombi, Bro. Guck mal, das Ding ist, ich versuche einfach nur den Leuten eine Chance zu geben, du Idiot. Ich weiß, dass du einfach willst, dass er rausfliegt, ja? Und ich hoffe einfach, dass du echt zum Arzt gehst und dass er dir so richtig fett einen auf den Kopf haut damit. Nee, ich find's geil, Bro. Ich sag dir ehrlich, so Schneeschieber, das kenne ich. Die untersuchen mich immer mit Schneeschieber. Das ist ganz normal. Okay, Leo, ich habe wirklich alles dafür getan, um wirklich hier fair zu bewerten, aber es tut mir leid. Aber Stani hat mir keine Chance gegeben, dich ein bisschen weiter zu analysieren und zu gucken, ob vielleicht du mit deiner Spitzhacke irgendwas anderes meintest. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt im Finale angekommen. Mr. Knuffel, bloß weg von hier. Ist so, komm, dann zieh Leine, sieh zu, dass du Land gewinnst. Du auch, du Idiot. Und jetzt will ich ein richtig geiles Thema haben. 1 gegen 1 gegen Knuffel, oder was? 1 gegen 1 gegen Knuffel. Knuffel ist kein Gegner, Bro, sag ich ehrlich. Ich möchte als nächstes das Thema... Ich will, dass das jetzt Finale ist. Es muss knallhart sein. Es muss heftig sein. Ja, Bro, Knuffel will keine Chance haben. Boss. Okay, wir nehmen das Thema Boss. Wir nehmen einfach das Thema Boss. Seid kreativ, macht was Krasses draus. Ihr habt 2 Minuten. Ja, gewonnen, Bro, gewonnen. Gewonnen, gewonnen! Gewonnen! Also, Mr. jeder Knuffel definiert Boss halt anders, okay? Bro, ich nehme den Überboss. Den Bro, Boss, es kommt natürlich drauf an, wie ich Boss definiere. Vielleicht denke ich gerade an irgendeinen Mafia-Boss. Vielleicht denke ich jetzt gerade an einen Endgegner-Boss. Deshalb, ich hoffe, dass Knuffel dich einfach fertig macht. Ich hoffe, dass Knuffel dich einfach fertig macht. Knuffel, Junge, kann einpacken, Alter. Oh mein Gott, Luke Gaming, dein Bot ist eigentlich geiler. Was hat er genommen? Betrunken, hat er gesagt. Und Betrunken? Da hättest du einfach deinen Skin genommen, diesen einen. Bro, ich hab gewonnen, glaub mir, das ist... Mr. Knuffel kann einpacken. Zack, Leute, das war's. Boah! Oh mein Gott, ja. Das war's. Das müsst ihr auch selber einsehen. Bro, das war's. Chat, ihr werdet mitbestimmen dürfen gleich. Okay, so ein Ding ist das. Das war's, Leute. Also sorry, das ist so eine Free-Round für mich. Oh mein Gott, Bro. Ihr habt noch 20 Sekunden. Junge, ich bin schon draußen. Mr. Knuffel braucht 30 Jahre, Alter. Okay, ich will, dass jeder... Genau, Knuffel kann ja auch reden. Jeder von euch erklärt... Ich werde nichts dazu sagen. Ich werde gleich eine Abstimmung machen im Chat. Jeder von euch wird gleich einfach seinen Skin und quasi das, was er genommen hat, beschreiben und warum er quasi denkt, dass das ein Boss ist. Knuffel, du startest. Also, jetzt. Knuffel, du bist vielleicht Boss von der Gosse oder so, aber ja. Okay, schaut euch vielleicht mal kurz mein Gesicht an und dann fragt man sich, an wen erinnert das? Und dann weiß man, es ist der einzig wahre Boss, der Main-Charakter von YouTube. Es ist ApoRed. Ich bin Millionär. Und es ist nicht nur irgendein ApoRed, es ist sogar der ApoRed, der ins Gym geht. Und der ApoRed, der den Bananenausweis hat. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, damit hat er dich aufs genommen. Bro, was? Damit hat er dich aufs genommen. Ist zwar cool, ja, ist cool, dass er so eine coole Story hat, aber Junge, mir gehört ein ganzer Planet, Bro. Ich bin ein Boss vom Planeten, Junge. Ich habe hier sogar meinen Kollegen mitgebracht, meine Drohne, die mich beschützt, die hier rumfliegt, Alter. Brauchen wir nicht drüber reden, sorry. Also, Knuffel, lustig gedacht, alles cool, aber gegen den Boss, Stani, hast du einfach keine Chance. Also, sorry, das ist eine klare Geschichte. Ich sag dir ehrlich, Knuffel ist einfach zu schlau. Knuffel ist einfach zu hochbegabt, Digga. Hä?
Was hast du für ein... Ja, du bist hochbegabt, Bro. Mit deinem Mikrofon. Dein Mikrofon ist auch hochbegabt. Bro, das war ich nicht. Der hat das von damals einfach als Soundboard immer noch gespeichert. Mach mal nochmal. Ich sag dir ehrlich, Knuffel ist einfach zu schlau. Knuffel ist einfach zu hochbegabt. Ich weiß sogar noch, von wo er das hat. Ich weiß noch, von wo. Weiß noch hier dieser eine Skin, den ich gerade gekillt habe? Der hat sich doch damals verwandelt zum allerersten Mal, wo wir dann voll buff waren. Okay. Ladies and Gentlemen, seid ihr bereit für die finale Runde, die wir jetzt gerade sogar haben? Wir werden jetzt den Chat fragen. Umfrage starten. Wer hat gewonnen? Ja, also da müssen wir Stani oder Knuffel? Also Mr. Knuffel, ich hätte den Sieg Leute, gegönnt, komplett aber... ehrlich sein. Komplett ehrlich. Ihr könnt jetzt alle hier rüber und voten. Alle einmal voten, Leute, und Anywhere abchecken. Ich sag euch, die Umfrage geht jetzt genau eine Minute lang. Also sorry, das ist, Leute, leider muss ich sagen hier, das ist, Junge, was ich hier für eine Kombi habe, Leute, das ist geisteskrank. Oh oh, es sieht nicht gut aus für Stani. Knuffel ist ja am Dominieren mit 60%. Was ist da? Ja, also sorry. Das 40%, ist, 40 Sekunden noch. Guck mal hier. 58%? So Bro, so. Die Leute sagen, mein Skin ist schlechter als Knuffel mit Boss, Bro. Da merkt ihr mal, SU's Community einfach nur Nachquatscher von Sue. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab doch noch nicht mal richtig bewertet. Meine Expertise kommt am Ende. Bei mir machen die sich ihre eigenen Meinungen, nicht so wie bei dir, Bro. Das ist der Unterschied. Schnell nochmal voten, Leute. Ganz wichtig, schnell nochmal voten. 53 zu 47. Noch 10 Sekunden, schnell. 10. 9. Also, wenn das ein Boss 8, ist, Leute. 7. 6. Okay, meine Damen und Herren, die Umfrage ist beendet. Ladies and Gentlemen, der Winner of the Dinner ist Mr. Knuffel mit 51% in diesem Skin Contest. Oh mein Gott, Leute. Knuffel ist damit der Sieger und hat Stani mit der Kraft der Community weggekillt, Leute. So ein Ding ist das. Dann würde ich mal sagen, Leute, lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Knuffel ist der Winner.